einfach der Wahnsinn. Also ich glaube, so ein Turnier sucht wirklich seinesgleichen. Und ja, ich bin total happy, hier zu sein und werde das auf jeden Fall auch die nächsten Jahre fest einplanen, weil es ist wirklich, also es ist wirklich Wahnsinn. Also wenn man hier so reitet und guckt dann mal einfach nur kurz um sich, da fehlen einem dann schon die Worte. Also nicht, dass sie nachher im Grand Prix um sich gucken, also schon so ein bisschen konzentriert bei der Sache wäre ja schon gut. Der ist super drauf, aber was ganz witzig war, wo wir ankamen, habe ich gemerkt, er kennt sich ja sonst auf den Turnierplätzen schon quasi aus. Also wenn ich irgendwo ankomme und er war da schon mehrfach, dann brauche ich jetzt nicht ins Prüfungsviereck lenken den ersten Tag, sondern er läuft da quasi von alleine hin. Und hier war erstmal so, Schnauf, Schnauf, hier war ich noch nicht. Das war eigentlich echt ganz süß. Und er ist aber super drauf und ja, ich freue mich auf den Ritt gleich und hier bei strahlendem Sonnenschein, also herrlich. Schöner kann es nicht sein. Das heißt also, gleich wird es ernst. Wie viel vor Startzeit holen Sie ihn raus und gehen zum Training? Ich reite meistens so 35 Minuten ab vorher. Ich flechte immer selber ein. Das ist quasi so unsere Konzentrationsphase, wenn man das so will, auch unser Ritual. Und ja, und das mache ich meistens so 1,5 Stunden vorher, dass er dann dazwischen noch mal ein bisschen Pause hat. Und 35 Minuten vorher setze ich mich dann drauf. Immer die gleiche Anzahl Zöpfe? Nee. Das habe ich mal gemacht und das habe ich wieder vorbeigelegt. Das mache ich nicht mehr. Dann zählen wir nachher keine Zöpfe, aber wir freuen uns natürlich auf Ihren Ritt. Fabienne Lüttgemeier, am Start haben die Mannschaftsweltmeisterin, mit der wir ja vorhin hier schon kurz gesprochen haben. Sie sagt, sie ist zum ersten Mal hier und natürlich D'Agostino dann auch. Ihr totaler Erfolgspartner, dieser 17-Jährige. Und sie sagt, er fühlt sich hier richtig pudelig wohl. Wir sind gespannt. Dieses Paar ist schon etwas sehr Besonderes. Nicht nur, dass sie zusammen aus der jungen Reiterzeit in den Seniorensport gewachsen sind, und zwar mit rasendem Tempo. Sie gehörten ja schon 2012 als Ersatzpaar zu dem Olympiateam für London. Sie waren dann dabei bei den Europameisterschaften in Herning, bei den Weltmeisterschaften in Caen und sind mit Gold nach Hause gekommen. Und das finde ich auch unglaublich, ist diese Beständigkeit dieses Pferdes. Siebenmal am Stück, siebenmal hintereinander am Stück bei den deutschen Meisterschaften am Start und immer eine ordentliche Nummer davor gelegt. Das ist schon ein Riesenkompliment einfach auch an das Management dieses Pferdes. Jahre in einer Verfassung, dass man einfach nur ein dickes Kompliment machen kann an die Reiterin, an die Mutter, ans Management. Toll hat sie den in Schuss, ihren D'Agostino. Das war echt super. Also er hat das wirklich bestätigt, was ich vorher ja eigentlich schon gefühlt habe. Er war richtig gut drauf heute, ist super losgezogen und man hat richtig gemerkt, dass es ihm wieder riesen Spaß gemacht hat, hier vor der Kulisse zu laufen. Kleiner Haker war vielleicht das Rückwärtsrichten, aber da wollen wir jetzt mal nicht so sein. Speziell auf die erste Piaffe war ich echt richtig stolz, weil die war echt super. Und ja, tolle Serienwechsel und er ist einfach ein unheimlicher Kämpfer und ich bin einfach unheimlich dankbar, was er immer alles für mich macht. Ich schon, also auf jeden Fall haben sich die Pferde super wohl gefühlt hier und ja, ich bin einfach nur happy.